Hallo, hier ist wieder Werner von NFC21 und heute unterhalten wir uns über die Thematik MTEC 2.13 exemplarisch und Speichergrößen, die online angegeben werden. Wir kriegen öfters die Frage, welche der Zahlen 180, 144 und 137 Byte denn eigentlich die korrekte Zahl für die Beschreibung des Speicherplatzes vom MTEC 2.13 Chipsatz ist. Und genau auf die Thematik möchte ich im Folgenden eingehen. Wenn wir uns den MTEC Chip einfach mal vorstellen als einfaches Gefäßkasten, in dem wir Daten abspeichern möchten, dann stimmt es schon, dass ich insgesamt 180 Zeichen habe, die hier abgespeichert bzw. die verfügbar sind, aber von 180 Zeichen werden ein paar abgezogen. Zum einen werden 16 Zeichen im Kopfbereich abgezogen für zum Beispiel die UID des Chips, die der Chipsatz abgespeichert hat, oder ob der Chip schreibgeschützt ist oder nicht. Dann haben wir zusätzlich noch im Fußbereich nochmal 20 Bytes, die wir abziehen müssen. Da ist zum Beispiel die NTEC-Konfiguration hinterlegt, wie zum Beispiel der UID-Mirror, ein bisschen technischeres. Bleibt im insgesamt noch übrig 144 Zeichen, die tatsächlich für den Benutzer genutzt werden können. Wo kommt also die 137 her? Von 144 Zeichen, die ich jetzt komplett belegen kann, müssen wir nochmal ein paar abziehen, wenn wir die Sachen so abspeichern wollen, dass sie jedes Smartphone da draußen auch versteht. Da kommt der Begriff NDEF ins Spiel. NDEF bezeichnet ein Format, mit dem Daten auf NFC-Text hinterlegt werden können, der standardkonform für alle NFC-fähigen Geräte interpretiert werden kann. Wenn ich mir jetzt also mal so hier vergrößert vorstelle, dann habe ich jetzt hier noch meinen NDEF-Chipsatz, meine NDEF-Abspeicherung. Und auch hier muss ich nochmal ein paar Bytes abziehen im Kopfbereich. Zum Beispiel ist hier hinterlegt, dass es sich um eine URL handelt oder um eine V-Card. Das heißt, der Datensatz, bevor ich die Daten eigentlich abspeichere, muss erstmal beschreiben, was er eigentlich enthält, wie lang er ist. Und da kommt zum Beispiel beim MTEC 213 im Endeffekt so um die 137 Byte raus, wenn ich den Kopfbereich vom NDEF-Datensatz nochmal abziehe. Und genau deshalb gehen wir bei uns im Job auch immer an, wie groß ist der eigentliche Chipsatz und wie viele Zeichen oder Byte können eigentlich im Realitätsfall eingesetzt werden, wenn ich ihn mit einem Standardformat belege. Solltet ihr weitere tiefergehende Fragen zu eurem Anwendungsfall haben, der vielleicht nicht standardkonform ist, kontaktiert uns einfach, dann klären wir ganz genau, welche Speichergröße für euch notwendig ist, beziehungsweise worauf noch geachtet werden muss, wenn man den NFC-Chip einsetzt. Ich hoffe, es hat es ein bisschen aufgeklärt. Man kann jetzt in diesen drei Zahlen was einfallen. Im Endeffekt relevant für euch sind die Größe des Chips und der benutzernutzbare Speicherplatz für euren eigenen Einsatz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.